Prinz Harry, war Namensgebung für Lilibet Diana eine Provokation? Der Stein des Anstoßes ist die Benennung der Tochter von Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, mit dem familieninternen Spitznamen von Queen Elizabeth, 96. Zweifelsohne haben die Sussexes mit dieser Wahl der inzwischen verstorbenen Monarchin eine Ehre erweisen wollen. Doch während die frisch gebackene Mutter der kleinen Lilibet Diana, 1, in jenem Juni 2021 vermutlich arglos der durchaus naheliegenden Würdigung zustimmte, könnte ihr Mann sich der irritierenden Wirkung der gemeinsamen Namenswahl durchaus bewusst gewesen sein, wie Buchautor Tom Quinn ihm unterstellt. Gewiss hatten Harry und Meghan die rührendsten Intentionen, als sie ihr Neugeborenes nach Großmutter und Urgroßmutter benannten. Doch Quinn behauptet, der stolze Vater sei über das Ziel hinausgeschossen, und zwar bewusst. Er sei sich durchaus darüber im Klaren gewesen, dass diese Entscheidung von vielen als respektlos und belehrend gegenüber der Königin empfunden werden könnte. Sagt der Autor von Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family. Das am 4. Juni 2021 geborene Kind des Paares wurde nach dem Spitznamen der Queen benannt. Die kleine Prinzessin Elizabeth hatte sich selbst in ihren jüngsten Jahren Lilibet genannt, weil sie Schwierigkeiten bei der Aussprache ihres Namens hatte. Seither wurde sie von ihren engsten Familienmitgliedern mit ihrer zauberhaften Eigenkreation gerufen. Seiner Tochter nun gerade diesen intimen Namen zu geben, beweist offenbar kein großes Fingerspitzengefühl auf Harrys Seite. Schon die Namensgebung dieses Kindes löste ein diplomatisches Handgemenge aus. Meghan und Harry hassen es, auch nur an die zugegebenermaßen labyrinthischen Regeln des Protokolls zu denken, die die britische Königsfamilie umgeben, und nannten sie Lilibet, offenbar in dem Glauben, dass dies eine wunderbare Überraschung für ihre Urgroßmutter, Queen Elizabeth, sein würde. Anführungszeichen. Der Autor scheint angesichts dieses vermeintlichen Fauxpas mehr als echauffiert, dass Harry nicht den Verstand hatte, um vorherzusehen, dass dies zu Problemen führen würde, ist unglaublich. Er hätte sicherlich gewusst, dass die Aneignung des geliebten Spitznamens der Monarchin aus ihrer Kindheit von vielen als respektlos und aufdringlich empfunden werden würde. Was bei der Benennung ihrer Tochter Elizabeth nicht der Fall gewesen wäre. Anführungszeichen. Er habe festgestellt, dass einige Kritiker, innen dies als einen zynischen Versuch der Sussexes betrachteten, ihre königliche Währung zu verbessern, während sie sich ein neues Leben außerhalb des Kreises der königlichen Familie einrichten mussten. Was die innere Einstellung der Königin zu der unerwarteten Namensaneignung betraf, kann Quinn nur spekulieren, die Königin könnte durchaus verärgert darüber gewesen sein, dass ihr Enkel und seine Familie den intimen Spitznamen für sich beanspruchten, der schon immer ein wichtiger Teil des Privatlebens der Königin war, aber es ist vielleicht wahrscheinlicher, dass die Lakaien, die die Monarchin und einige der stärkeren älteren Royals umgeben, irritiert waren von dem, was sie als eine Anmaßung ansahen. Anführungszeichen. Quinn sieht also eher die royale Entourage im Status der Empörung über Harrys kühne Vermessenheit. Die verstorbene Königin könnte sogar von der Geste gerührt gewesen sein, eine Behauptung, die der königliche Biograf Gules Brandreth aufgestellt hat, so der Schriftsteller. Dennoch betont er, dass Harry es hätte besser wissen müssen. Meghan hingegen sei in dieser Frage vollkommen unbefleckt gewesen und habe den Namen ihrer Tochter Lilibet nie als etwas anderes als ein Kompliment an die Monarchin aufgefasst. Das deutet auf ein grundlegendes Missverständnis hin, das auf den Unterschieden zwischen der amerikanischen und der britischen Kultur beruht. Meint Quinn, die Herzogin habe vermutlich nicht erwartet, dass die BritInnen ihre Geste als Frechheit empfinden würden. Inzwischen dürften sich jedoch einige kritische Geister wieder beruhigt haben. Lilibet Diana wird am 4. Juni 2023 2 Jahre alt.
Der Spitzname ihrer Urgroßmutter wurde innerhalb des Sussexschen Kinderzimmers schon längst auf seine kleine Trägerin abgestimmt umgewandelt. Lilibet wird von Eltern und Bruder Lilly gerufen. Somit hat die Royal Mini dem heiß diskutierten Namensaffront ihren eigenen, ganz besonderen Stempel aufgedrückt. Verwendete Quelle: Tom Quinn Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family.